Hallo, Sion hier und weiter geht es mit Chrono Trigger. Für mich ist es ungefähr eine Woche her, weil ich das letzte Wochenende, heute ist der 9. Februar, um genau zu sein, eigentlich genug Aufnahmen gemacht hatte und ja, funktioniert für mich, beziehungsweise hatte ich dazwischen nicht wirklich Zeit, ne? Aber gut, ich möchte einmal, bevor wir groß weitergehen, gucken, ob ich hier noch irgendwo eine Sidequest vergessen habe. Es sieht aber nicht so aus, nur als kleine Erinnerung beim letzten Mal sind wir hin und her gegangen, um die Brücke zusammenzubauen. Ne? Und die wird gerade fertiggestellt. Und der Reptile meint auch, wir sollen nach und nach nochmal nachschauen. Deswegen sollten wir die nächste Sidequest noch abschließen können, bevor wir dort nochmal hingehen. Ich glaube, da ist nichts. Und sonst, wenn hier niemand mehr was zu sagen hat, sollte das eigentlich passen. Ja, ich glaube, sonst hat hier keiner mehr was Interessantes zu sagen. Und du auch nicht, ne? Ja, du willst Lumicide? Ja, ich glaube, das können wir uns abschminken, dass wir das bekommen. Wäre nice, ja, definitiv, weil man damit eine super Rüstung kriegen könnte. Aber ich rechne da nicht mehr mit. Wirklich nicht. Aber ist okay. So, ich denke aber, wir werden unsere Gruppe auch für heute nochmal ein bisschen umsetzen, weil für die nächsten Sidequests, es sind nicht mehr so viele, ja. Also habt etwas Geduld, ja, wir sind fast fertig. Ich sag mal wirklich, wir sind fast fertig mit diesen Episoden hier. Aber ein bisschen ist es noch. Und ja, dann können wir ein Fazit ziehen. Na, komm, darf ich? Danke. Mensch, Michelle. So, aber gut, wir sind wieder in 65 Million BC. Und hier sollten wir noch was machen können, denn wir haben ja, glaube ich, beim letzten Mal noch etwas an Licht erhalten, ne? Nein. Wer möchte mir die Sidequest starten? Du bist derjenige. Ah ne, du bist nicht derjenige. Du sagst, wenn du eine hast. Okay. Wer ist es denn? Rusty Blade, das können wir noch nicht. Aber dahin kommen wir noch früh genug. Keine Sorge, Rusty Blade ist definitiv noch was wir machen können. Ah, bist du es vielleicht? Ah, na also. With that you should be able to find your way even in the deepest darkness. Won't you go and see what lies within the darkened cave beyond that great southern swamp? Agree? Ja, okay, alles klar. Wir schauen uns mal an, was es dort drin gibt. Also ich würde sagen, wir sparen ein bisschen Zeit. Erst recht, weil ich meinen Timer gar nicht gestartet habe. Und sehen uns in der Höhle. So, da sind wir. Und ich dachte, wir können eigentlich auch Frog und Luca mal wieder benutzen. Frog einfach, weil ich vor allem weiß, dass Blutaro ein Feind von ihm ist. Und Luca habe ich selber auch gerne immer mal in der Gruppe. Bei Magus bin ich tatsächlich gar nicht mal so sicher, wie viel du noch an dir arbeiten musst. Aber das können wir auch gleich schauen. Ich werde wahrscheinlich aber die meisten Kämpfe hier am Eingang hier zerschneiden, einfach nur weil wir die ja eigentlich schon vor ein oder zwei Episoden gemacht haben, wo ich hier etwas zu früh war. Das heißt, die ganze Beute sollten wir auch schon haben, seht ihr, die Truhen habe ich schon geholt, die Karte ist auch schon ausgefüllt, so weit, so gut. Was wir aber machen wollen, ist, glaube ich, einmal mit dir kämpfen. So, und für das Vernichten dieser Gegner finden wir hier, und das hat mich auch immer gewundert, ein Smoked Meat, was aber etwas seltsam ist, weil wir kriegen dafür so eine Cutscene, aber gleichzeitig sollte es dafür keine Sidequest mehr geben, wo wir das abgeben müssen. Zumindest nicht soweit ich weiß, aber okay. Jedenfalls ja, wir haben jetzt den Stein, um Dunkel ins Licht, Licht ins Dunkel zu bringen, so. Und wenn wir den hier verwenden, dann können wir jetzt hier also weitermachen, was uns vorher noch nicht möglich gewesen ist. Und hey, da ist sogar eine Treppe nach oben. There's a path ahead, let's go. Alles klar. Oh, und wir haben die Reptide-Mucke hier, ne? Ich meine, hier ist auch ein Savepoint, wenn ihr ihn unbedingt benutzen wollt. Aber ich denke, wir sind okay. Hä? Was ist los? Okay. Verstecken wir uns. Okay, seid ihr keine Fans von Reptiles oder wie? Aber jetzt natürlich die Frage, ne? Ich meine, schaut euch die mal an hier. Find me some good prey. Wollt ihr uns klatschen, oder wie? We've got to wait for the boss. Then it's feeding time. Ja, was sind das? Das sind die Metal Gear Twin Snakes. Tatsächlich, ich meine, sie heißen wirklich Twin Snakes. Aber gut. Ja, interessant. Ihr wollt die Reptiles fressen, ne? Ich meine, sie leben aber noch in den Middle Ages, ja? Von daher habt ihr wohl nicht wirklich geschafft, denen irgendwas zuzufügen. Allerdings würde ich euch gerne mal Frog's Flair zeigen, jetzt wo wir Frog und Luca sowieso in der Party haben. Schaut euch das mal an. Ja, denke, das kann sich sehen lassen vom Damage, ja? Na schon. Yay, und wir haben sie geklatscht. Frog's Level increased. Ja, aber was sollen wir nur tun? Ich meine, die wollen jetzt die Reptiles, sie haben die nächste Bedrohung, ja? They mean to strike the village, ja? Und es kommt noch mehr.
Shit, schnell zurück. Ja, wenigstens kriegen wir einmal den schnellen Weg zurück, ne? The cave is full of monsters, ja? Nächste Bedrohung, ja? Wir haben euch einmal beschützt, könnten wir doch bestimmt nochmal. Und es gibt ein Meeting. Ja, warum nicht? Auch wenn die Mucke gerade nicht mitmacht, ja, es wird ja ernst, ja? Bleib lieber wieder zu Hause. You do it. Ja, aber komm, wer soll euch denn sonst beschützen? Wollt ihr doch jetzt hier der Evolution zugrunde gehen oder was? Wir haben die Zukunft schon einmal verändert. You needn't fight all our battles for us. We can win and we shall. I do not wish to lose more friends. Ja, na, ihr habt uns wenigstens was dafür gegeben, dass wir euch geholfen haben, also ist okay. Oh, wir kriegen sogar was. Eine Judgment Scythe. Oder Scythe. Ja, Judgment Scythe, also neue Waffe für Magus. Was natürlich interessant wäre, wäre, naja, soweit ich weiß, sind Drops in diesem Spiel exakt gleich, egal ob ihr Magus habt oder nicht. Aber, also zum Beispiel aus Truhen oder so. Das heißt, eigentlich solltet ihr hier diese Waffe auch bekommen, vermute ich, wenn ihr Magus vorher abgeschlachtet habt. Dann wäre natürlich die Frage, was man sich denken würde, wenn man auf einmal so eine Waffe bekommt, ne? Weil man hätte keinen Charakter, dem man diese zuordnen kann. Weiß nicht, würde man vielleicht noch denken, hey, vielleicht kommt da noch was, wenn man nicht raffen würde, dass Magus derjenige ist. Aber, naja, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, die sollten wir definitiv auch verwenden, denn das ist eine Waffe, die den Stopp-Status verursachen kann. Ist ein bisschen stärker, ja, aber das Wichtige ist halt, hey, sie kann für Stopp sorgen. Und Item und Equipment, was für Stopp sorgen kann, ist immer nice. Aber ich würde sagen, ich mache nochmal einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns dann wieder in dem hinteren Teil der Höhle. Oh, shit. Hier sind schon wieder neue Monster gespawnt. Warum nicht? Ja, ihr seht schon. Jetzt, wo wir quasi diesen Moment im Spiel getriggert haben, haben wir hier neue Gegner. Und diese sind nicht mehr anfällig auf Donner. Ich glaube sogar, dass sie Donner absorbieren, also die neuen Drachen hier. Was wir also verwenden wollen, ist Finsternismagie. Schauen wir mal, wie gut die wirkt. Ja, so viel hast du dann auch nicht mehr. Zumindest tötet es auch alle Fledermäuse. Und ich denke, mit einer physischen Attacke von Frog sollten wir gut dabei sein, ja. Ich mag Area Strike. Oh, was? Das hat nicht gereicht, im Ernst? Dankeschön. Ja, selbst ist die Frau, ne? Manchmal muss Luca eben mithelfen. Lukas Level increased. Muss man sehen, wie viel? Oh. There will be no end this way. We need to enter their castle and defeat the ones who command these foul fiends. Alles klar. Das heißt, wir sollen hier, wer hätte das gedacht, den Boss abschlachten, ne? Jedenfalls, Magus, wie viel hast du noch vor dir? Dark Matter. Okay, nicht mehr so viel. Wenn wir Dark Matter haben, dann sind wir mit Magus gut bedient. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir das hier schaffen, weil in der nächsten Sidequest, ja, es gibt noch was danach. Da wäre Magus nicht so stark. Okay, alles nicht zu schwer. Dann können wir jetzt wieder in das hintere Gebiet gehen. So, dann schauen wir mal, was wir hier alles vor uns haben, ne? Mit der Raptite-Musik. Ihr habt sie vermisst, oder gibt's zu, ihr habt sie vermisst. Jedenfalls neue Items, 20.000 G und nochmal 20.000 G. Wie viel Geld haben wir? Ja, sollte auf jeden Fall genug sein. Ich möchte übrigens wegen den Dual-Tags von... Na, Moment, wie kann ich... Genau so. Die Dual-Tags von Luca. Du hast Antipod Bomb, aber habt ihr auch... Ah, ich bin gerade nicht sicher, ob Antipod Bomb die Bombe ist, die ich wollte. Moment. Oder vielleicht muss ich beide nochmal reinnehmen, um die noch ein bisschen zu steigern. Na gut, heben wir uns das erstmal auf. Sollte aber eigentlich doch das sein, weil das Element, was dort abgebildet ist, sollte weder Feuer... noch Eis sein, interessanterweise, sondern sollte das, wenn wir zum Beispiel bei Magus schauen, sein Element sein, nämlich hier Finsternis. Ja, yep, ganz genau. Okay, gut, das ist das, was ich haben wollte. Wichtig zu haben für später. Aber keine Sorge, Mali wird ihren Auftritt hier also noch bekommen. Athenian Water und ein Shelter, warum denn nicht? Ja, man muss sich gut vorbereiten, ja, weil die Bosse, also die richtigen Bosse in diesen Gebieten hier, die hauen schon ordentlich rein. Kein Spaß, ja. Die sind wirklich fies. Okay. Also schwächer werden die Gegner definitiv nicht, aber okay. Jedenfalls, hier gibt es einiges zu holen. Definitiv nicht verpassen. Ich glaube, erstmal gehen wir wirklich hin und ja. Schaut mal hier, ein Horn, ein Fang. Ja, ihr seht schon, für was das ist, ne? Turbo-Shot, das ist eine super Waffe für Luca. Und ja, sonst halt nur Items, um wieder zu den Urahnen zu gehen. Aber was ich machen will, ist Luca gleich damit ausrüsten, denn der Turbo-Shot, seht ihr schon, gibt außerdem plus 3 Speed. Das ist sogar, finde ich, noch interessanter als der Attack-Boost. Aber hey, ist auf jeden Fall sehr nice zu haben. Und schauen wir mal. Na, wen haben wir denn hier?
Ja, mit einem Flare und einem Aerial Strike brauche ich nicht mal Magus, um die alle zu klatschen. Und schaut mal, wir sind wieder hier in dem Raum, wo wir eben unten vorbeigelaufen sind, ne? Lasst mich überlegen, ich glaube links lang. Wobei hier viele Wege quasi im Kreis führen und euch zum gleichen Ort bringen. Und hier sind drei Türen. Die mittlere ist die, die ihr gehen wollt, um den Dungeon fortzusetzen. Deswegen gehen wir erstmal die anderen beiden entlang. Erstmal links. Ach, komm her. Sehr nice. Luca war in der Lage, die alle allein zu killen. Übrigens, wir sind ja eigentlich schon dabei, dass wir Last of Us 2 vorbestellen können, ne? Ist da eigentlich jemand bei euch dabei, der sich das Spiel definitiv gönnen will? Und übrigens, eine Dragon Armor, ziemlich nice, sollte unseren Attack-Wert nochmal um 10 boosten. Schaut mal, Defense hoch, aber auch Strength nach oben um 10 und Stärke hoch und dadurch auch eben Attack hoch. Für den Moment ziemlich nice. Ich glaube, du brauchst die Ruby Armor gerade nicht, von daher nimm das ruhig. Aber ja, definitiv was. Ich habe noch überlegt, der erste Gameplay-Trailer, den wir letztes Jahr gesehen haben, sah auch fantastisch aus. Aber ich bin nicht sicher, ob ich es mir zur Release gönnen will, weil ich aktuell nicht so viel Zeit da rein investieren möchte. Und ja, schaut mal hier, wenn wir hier hingehen würden, dann kommen wir auch wieder da, ne? Alles für Themenkreis. Aber ja, es sieht halt fantastisch aus, aber ich denke, ich kann warten, weil es gibt noch so viele andere Games, für die ich halt heutzutage nicht mehr so viel Zeit habe. Vor allem, weil ich, und das mache ich ja gerne, für euch immer noch das ein oder andere Spiel spiele, ne? So wie jetzt Chrono Trigger. Ist halt dann auch wieder cool. Diese Erfahrung halt, die man damals gemacht hat, jetzt nochmal zu wiederholen oder auch sie mit euch zu teilen, ja? Also das ist halt schon immer was ziemlich Nices, ja. So, sollte gut sein. Ja, aber deswegen. Und Last of Us 2, ja, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Und wow, 10G. Hätte der Weg ja gar nicht hingelohnt, aber wenigstens kriegen wir hier. Okay, eine Potion und ja, hat sich absolut nicht gelohnt. Aber hey, gut, dass wir die Items geholt haben, ne? Okay. Ja, aber könnt ihr mir ja sagen, außerdem, mein Cousin, also Nummer 2, ne, der wollte sich ursprünglich Last of Us 2 zu Release holen, nicht unbedingt für die Story, auch wenn er Last of Us 1 damals wenigstens noch gespielt hat. Und ja, hier ist ein Save Point, könnt ihr definitiv nutzen. Aber hauptsächlich für den Online-Modus, bis er halt erfahren hat, dass Last of Us 2 zu Release wohl keinen Online-Modi haben wird. Die Entwickler meinten wenigstens, dass sie weiter daran arbeiten wollen und das vielleicht patchen oder separat bringen. Aber es wird wohl definitiv nicht zur Release des Spiels drin sein. Und ja, ich bin gerade fast verreckt, ja. Aber das war dann halt für ihn ein großer Turn-off, das Spiel direkt zur Release zu kaufen. Für mich wäre das kein Punkt, also klar, ist natürlich doof, wenn du weißt, hey, Last of Us 1 hat einen echt geilen Online-Modi. Und der Stardust Bow kann man verwenden, muss man nicht verwenden, ich komme später darauf zurück. Aber ja, ich muss sehen, wie ich es mache. Ne? Außerdem gibt es ja noch so viele andere Titel, die ich eigentlich noch hier rumzuliegen habe. Es gab noch ein paar Tales of Games, die ich gerne mal spielen würde. Und vielleicht gebe ich sogar nochmal dem Rest der Kingdom Hearts Collection oder auch Final Fantasy XII eine Chance. Oder weiß ich nicht, ob ich 15 nochmal reinschmeiße. 15? Ja. Jedenfalls, ich habe den Kampf eben nicht zeigen wollen, weil der echt lange gedauert hat mit diesen Gegnern. Aber weil wir hier sowieso nochmal den Kampf kriegen, aber dafür mit zwei, dachte ich, zeige ich euch lieber den. Denn das Problem mit diesen Gegnern ist, sie haben magisch eine echt gute Abwehr. Was ihr also versuchen wollt, wäre natürlich den Stopp-Status zu erzwingen. Wenn Magus das hinkriegt, wäre nice. Okay, aber wenn nicht, dann seht ihr schon, gibt es jedes Mal einen solchen Konter. Und dieser Konter haut halt schon ordentlich rein. Das war halt der Grund, warum ich mit Luca auch nicht so gerne hier angreife. Einfach außer ich weiß, dass ich mit ihr den Gegner killen kann. Klappt das nicht, dann sind halt Magus und Frog gefragt. Ja, die beiden in der Kombination, ne? Passt ja eigentlich gar nicht. Die waren ja damals Erzfeinde wie sonst was. Aber hey, schaut mal, inzwischen haben sie sich lieb, ja? Ich denke, wir können aber auch langsam unsere Gruppe anpassen. Das heißt, Frog würde ich wohl für den Rest dieses Gebiets erstmal entfernen, auch wenn er die richtig geile Armor hat. Ja, die Armor ist nice, definitiv nice. So, aber ich möchte halt, wie gesagt, heute Marley ein bisschen was geben. Und ja, ihre neue Waffe. Schaut mal, der Vorteil an dieser Waffe hier ist halt an dem Sonic Bow, dass er Verlangsamung, also Slow, inflikten kann. Der Stardust Bow kann Verwirrung inflikten, das ist aber, ja, durch den höheren Angriff ändert nichts daran, dass wir hauptsächlich mit ihr Magie einsetzen, deswegen turnt mich diese Waffe nicht so sehr an. Also schlecht ist sie definitiv nicht, vor allem wenn ihr halt physisch angreifen wollt, dann ist sie absolut in Ordnung, ja. Nicht falsch verstehen, aber sie ist ein Charakter, der nicht unbedingt physisch kämpft und daher ist es nicht unbedingt so gut. Okay, alles gelernt, was ich lernen wollte. Enterpart, Bam 2 und 3. Seht ihr heute früh genug, zumindest die Dreier. Ja, mit der Dual-Technik sind die
geht mal super schnell down, also funktioniert perfekt. Okay, in dem Raum ist unten ein Durchgang, wie man es am Schatten da schon sieht. Da wollen wir aber noch nicht hin. Wir wollen erst hier oben nochmal lang. Nice, mit Black Hole habe ich es ja weggekriegt. Warum nicht? Und wir kriegen einen Reptile-Dress, welcher nur für Ayla sein sollte. Ich glaube, der ist nicht mal für alle Females. Ich glaube, der ist tatsächlich nur für Ayla. Du kannst... Ja, doch, du kannst es tatsächlich nehmen. Ja, gibt Magic auch nach oben. Ist eine ziemlich gute Sache. Für den Moment die Ruby... Ja, wir werden sehen. Ich muss wahrscheinlich gleich noch ein bisschen anpassen. Aber vorher, glaube ich, musst du noch einen Aether nehmen. Einfach, damit wir die Gegner hier noch in Ruhe wegklatschen können. Also wenn eure Tags blockiert werden, dann sind die Kämpfe immer anstrengend, ey. Keine Frage. Hier ist nochmal ein Save Point, weil ich definitiv für einen Shelter nehme und meine Gruppe anpassen, wie ich sie gerne für diesen, ja, bevorstehenden Bosskampf, ist das ein Spoiler, verwenden werden möchte. Und ich sage bis gleich, ja? Okay, das ist die Gruppe, mit der ich loslegen will. Wir haben geballte Frauenpower, wie ihr schon sehen könnt, jedenfalls wichtig. Ja, Ayla für Finsternis Absorption, Mali für Wasser und Luca hat generell hohe Magic-Wert. Das heißt, worum es geht, ist, dass unsere Gegner diese beiden Elemente können. Ich hoffe, Luca ist aber so stark genug. Na dann, drei Engel für mich, let's go. Ist ja fast wie in Final Fantasy 13 hier. Ah, oh Mann. Okay, aber wir haben tatsächlich eine gute Gruppe für diesen Boss und dieser Boss kann durchaus anstrengend sein. Was wir machen wollen, ja, eins nach dem anderen hier, wir wollen Blaze Kick. Erstmal Blaze Kick auf den Kollegen hier drüben, während Mali uns ein bisschen mit Haste versorgt, die beiden, die es noch nicht haben. Und ja, ihr seht schon, ein bisschen Elemente absorbieren ist immer nice. Jedenfalls, diese beiden Gegner müssen am besten gleichzeitig sterben. Wie wir das anstellen? Ja, wir werden sehen. Der rechte hat ungefähr ein bisschen über 7000 und der linke ungefähr 8000 Lebenspunkte. Was ich also machen möchte, ist beide erstmal etwas runterbringen und dann hoffentlich beide mit einem Hit killen. Ob das klappen wird, wie ich es mir vorstelle? Ja, wir werden sehen, ne? Das heißt, du kriegst einen zweiten Blaze Kick und du kannst für Haste auf Luca sorgen. So, aber Mensch, der Blaze Kick zieht deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Nice, ey. 3000 Damage, das ist fantastisch, ey. Wir sind echt nice, gerade drauf. So, und deswegen habe ich auch Mali und Luca dabei, um, damit sie oder beziehungsweise das Ayla beide unterstützen kann. Funktioniert so eigentlich ganz gut, würde ich meinen. Du kannst dann nämlich nach unserer Eistoss auf den da einsetzen. Sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Also die drei, ja, die drei kombinieren gerade echt gut für diesen Kampf. Muss ich ja sagen. Also wirklich, wirklich gut. Muss nur ein bisschen wirklich aufpassen, dass wir nicht zu viel Damage ziehen. Ja, und ich glaube ja genau, Luca wird, nicht Luca, Ayla kann sich jetzt wieder aufladen. Also von daher, seht ihr schon, wenn sie uns weiter so mit AoEs angreifen, sind wir eigentlich ganz gut dabei, ne? Weil wir uns eigentlich dann immer ganz gut ergänzen können. Ich kann aber zur Sicherheit Mali auch mal noch eine Potion geben. Okay, und das nimmt immer ungefähr 2000. Das heißt, ich sollte noch eine dritte davon einsetzen können. Und dann mal sehen, ob ich beide gleichzeitig killen kann. Müssen wir schauen. Müssen wir schauen. Ob das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Aber gut, ja, weißt du, jetzt setzt du das ein, ja? Wo du Mali heilst, ja? Hättest du es nicht ein bisschen früher machen können? Die Attacke zieht aber sowieso nicht so viel. So, ein drittes Mal. Wichtig ist dabei auch, dass ihr halt nur die Single-Angriffe erstmal macht, weil wenn ihr versucht, mit Eis den anderen anzugreifen, ich glaube, ihr ladet ihn auf, das wollt ihr halt nicht unbedingt. Aber gut, hey, lass hier ein paar MP, ich brauch die noch. So. Und Volcano sollte auch nicht so schlimm sein. Ich hoffe es zumindest. Denke aber, dass das doch ein bisschen reinhauen kann. Oh fuck. Ja, gar nicht so schlecht. So, aber dann schauen wir mal. Antipod. So, wenn da noch einer übrig bleibt, dann schnappst du ihn dir sofort. Weil die können sich nämlich sonst wieder beleben. Allerdings mit Haste sollten wir schnell genug sein. Was? Ihr beide überlebt? Warum lebt ihr? Ah doch, du bist schon tot. Dankeschön. Ich wollte schon sagen, ey. Aber ihr seht schon, sonst, wenn ihr zu lange diesen einen auf dem Feld lasst, und zu lange heißt wirklich nur ein paar Sekunden, dann kann er den anderen wiederbeleben. Aber so, kein Problem. Die drei Frauen sind dafür wirklich wie gemacht. Twin Charm Dual Attack, nice. Iceberg Toss Dual Attack, nice. Yay, wir haben es geschafft. Auch wenn da immer noch die creepy Mucke läuft. Ja, wir haben es wirklich hinbekommen. Magnificent, perhaps now joy and laughter can take the place of fear and dread in our lives. No words are enough to express our appreciation, but now that word of your great deeds will be legend in our village for generations to come. This is the Valor Crest, an ancient treasure of those... Ja, danke dir. Yay, wir kriegen das Valor Crest. Ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht.
So, und das heißt, wir sind tatsächlich mit diesem Gebiet der Main Side Quest fertig. Es gibt allerdings noch ein bisschen was in dem anderen Gebiet zu tun. Und außerdem gibt es hier noch das Schwert, was wir eigentlich diesem Typen hier bringen müssen, was wir noch nicht haben. Und das erledigen wir hoffentlich beim nächsten Mal. Und dann sind wir endlich mit diesem Side Quest fertig, ja? Ich danke euch fürs Zuschauen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und bis dahin.